Schönen Vormittag. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute an diesem Donnerstag, um einzuschalten hier bei uns, bei unserem heutigen Live-Webinar. Ich darf Ihnen als Gegenleistung auch ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr spannendes Thema anbieten. Es geht um Fachkräfte aus der EU und Drittstaaten und die Beschäftigung dieser Fachkräfte. Ich darf mich zu Beginn des Webinars vielleicht ganz kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Bernhard Wuschitzki und ich darf Sie moderativ durch dieses Webinar, durch diesen Vortrag geleiten. Ich freue mich, dass ich auch heute wieder eine Expertin der Wirtschaftskammer an meiner Seite habe. Herzlich willkommen bei mir im Studio, Margit Kreuzhuber. Sie koordinieren in der Wirtschaftskammer das Thema Fachkräftesicherung und sind auch Expertin für Migration und Integration. Herzlich willkommen. Schönen Vormittag. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Vielleicht kurz zur Einleitung. Das ist einmal ein Thema, das einerseits medial natürlich sehr, sehr oft behandelt wird, in letzter Zeit behandelt wurde. Es ist aber auch eins, dass wir tatsächlich in der Praxis schon merken, 3/4 der Unternehmen in diesem Land leiden unter starkem Fachkräftemangel. Das ist die eine Geschichte. Und bei fast 2/3 dieser Unternehmen, dieser Betriebe, ist das auch schon finanziell bemerkbar. Das heißt, das ist Umsatzeinbußen, die es natürlich zu vermeiden gilt. Das wird in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht weniger sein. Warum? Ganz einfach, die demografische Entwicklung in Österreich führt dazu, dass Österreich einerseits älter wird. Und gäbe es nicht so etwas wie Migration, eigentlich auch schrumpfen würde. Und dementsprechend kann es nur wichtig sein, sich um das Thema zu kümmern, Beschäftigung von Fachkräften aus der EU bzw. eben aus Drittstaaten, unser Thema des heutigen Webinars. Welche Aspekte von diesem sehr, sehr großen Bereich wollen wir denn im heutigen Webinar behandeln? Worauf liegt das Hauptaugenmerk? Ja, Sie haben sehr einleitend schon gesagt, das Thema Fachkräftemangel, Fachkräftesicherung ist eines der größten Hauptanliegen oder ist ein Schwerpunktthema auch der Wirtschaftskammer Österreich. Wir haben dazu eine sehr breit angelegte Strategie entwickelt, die ansetzt beim Bereich Qualifizierung, dem ganzen Bildungssystem. Es geht um das Thema Personalsuche und Sichern, das heißt auch die gesamte Arbeitsmarktpolitik. Ein weiterer Bereich ist das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf und auch das Thema, wie kann ich Mitarbeiter lange gesund im Betrieb beschäftigen. Das sind alles wichtige Aspekte zum Thema Fachkräftesicherung, aber sehr wichtig ist natürlich auch das Thema Zuwanderungspotenziale nutzen und darüber werden wir heute im Detail sprechen. Und zwar über folgende Aspekte. Einerseits über die EU-Mobilität, also das heißt über das Thema, wie kann ich innerhalb der EU Mitarbeiter beschäftigen. Es geht um den Bereich qualifizierte Zuwanderung aus Drittstaaten. Da ist das nötige Instrument die Rot-Weiß-Rot-Karte. Und es geht natürlich auch um die Fragestellung, wie schaffe ich die Integration in den Betrieb. Fangen wir bei den ersten Dingen an, die wichtig sind. Sie haben schon diese EU-Mobilität, die Arbeitnehmerfreizügigkeit angesprochen, ein bisschen ein sperriger Begriff, den man vielleicht ein bisschen näher erläutern könnte. Um wen geht es da? Also die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist eine der 4 Grundfreiheiten in der Europäischen Union. Was bedeutet das? Das Ziel ist, Angebot und Nachfrage am europäischen Arbeitsmarkt bestmöglich zueinander zu bringen. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit betrifft einerseits EU-Bürger, aber auch Bürger des europäischen Wirtschaftsraums. Dazu zählen auch Personen aus Island, aus Liechtenstein und aus Norwegen. Auch Schweizer Staatsangehörige sind umfasst und auch von allen Gruppen ihre Familienangehörigen. Was bedeutet das für den Betrieb? Das bedeutet, wenn sich eine Person aus einem anderen EU-Mitgliedstaat bei mir bewirbt, so kann ich diese Person wie einen österreichischen Staatsangehörigen beschäftigen. Ich brauche keine Beschäftigungsbewilligung, ich brauche auch keine anderen Dokumente. Es gelten die gleichen arbeitsrechtlichen Bedingungen wie für österreichische Staatsangehörige. Das Einzige, was man berücksichtigen muss, ist, dass diese Personen zur Aufenthaltsbehörde gehen müssen, wenn sie länger als 3 Monate in Österreich bleiben und dort eine Anmeldebescheinigung beantragen können. Und die erhalten sie im Normalfall sehr, sehr einfach. Okay, Anmeldebescheinigung ist die eine Geschichte, haben Sie gesagt, das ist das Einzige. Es gibt aber natürlich, wie so oft, eine Ausnahme bei dieser Arbeitnehmerfreizügigkeit. Ja. Es gibt noch eine Ausnahme, dauert aber nicht mehr lange. Und zwar bis Mitte 2020 gibt es noch eine Ausnahme für die Beschäftigung von kroatischen Staatsangehörigen. Hintergrund ist, dass Kroatien als letztes Land der Europäischen Union beigetreten ist und da gibt es Möglichkeiten eines Übergangsarrangements. Das heißt, wenn Betriebe einen kroatischen Staatsangehörigen beschäftigen, der zuvor noch nicht in Österreich beschäftigt war, so benötigen sie eine Beschäftigungsbewilligung. Ist diese Person dann 12 Monate in Österreich beschäftigt, dann gibt es die sogenannte Freizügigkeitsbestätigung und die ermöglicht freien Arbeitsmarktzugang. Okay, aber trotzdem, dieser einen kleinen Ausnahme, habe ich als Unternehmer doch eine Vielzahl an Möglichkeiten in diesem abgesteckten Raum, den wir gerade vorhin definiert haben, nach Arbeitskräften zu suchen für mich. Wie gehe ich denn das am besten an, wenn ich das vielleicht noch nie gemacht habe und sage, okay,
ich stehe vor einem leeren Blatt Papier. Mhm. Ich meine, der große Vorteil der Arbeitnehmerfreizügigkeit ist, den Betrieben steht de facto der gesamte europäische Arbeitsmarkt zur Verfügung. Nur wie nimmt man das Ganze in der Realität dann in Angriff? Es gibt das EURES-Netzwerk. Das heißt, EURES ist sozusagen das Netzwerk aller europäischen Arbeitsmarktverwaltungen, also das AMS-Netzwerk de facto auf europäischer Ebene. Das heißt, es gibt in jedem Land einen EURES-Koordinator und Sie haben als Betrieb die Möglichkeit, dass Sie Ihre konkrete Stellenanzeige europaweit freischalten. Das heißt, Ihr Jobangebot steht sozusagen im EURES-Netzwerk drinnen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass Sie zum AMS gehen und auch, dass Sie gemeinsam mit dem AMS an einer Jobbörse teilnehmen. Das heißt, auch hier haben Sie zum Beispiel im Tourismus, hat sich das sehr bewährt, quasi zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten über das EURES-Netzwerk. Aber das heißt, damit ich es verstehe, das ist nicht das AMS Europas, sondern das ist sozusagen jede regionale AMS-Stelle, die natürlich nicht überall so heißen wird, und der Dachverband dessen ist dann das EURES. Ganz genau. Und es gibt auch in jeder AMS-Geschäftsstelle gibt es EURES-Berater. Und die Empfehlung ist, wenn das für Sie von Interesse ist, wenden Sie sich bitte an das AMS, reden Sie mit Ihrem zuständigen EURES-Berater und schauen Sie, welche Möglichkeiten es für Sie im konkreten Fall dann auch gibt. Der klingt sehr gut koordiniert, das, was wir da jetzt in dem EU-Bereich, EWR-Bereich abgesteckt haben. Gibt aber natürlich auch das Gegenteil. Als Unternehmer kann ich ja auch definitiv qualifizierte Personen aus Drittstaaten rekrutieren wollen. Das funktioniert dann anders und ist ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen individueller. Mhm. Ja, wir sind hier beim Bereich der qualifizierten Zuwanderung, bei der sogenannten Arbeitsmigration aus Nicht-EU-Ländern. Wen betrifft das? Eben Personen aus Nicht-EU-Staaten. Und es geht hier darum, also es geht hier de facto um das Instrument der Rhodos-Rotkarte. Sie haben es eingangs angesprochen. Was ist die Rhodos-Rotkarte? Die Rhodos-Rotkarte ist ein kriteriengeleitetes Zuwanderungssystem. Das heißt, es sind ganz klar Kriterien festgelegt, anhand deren man nach Österreich zuwandern kann. Die Rhodos-Rotkarte ermöglicht einerseits das Aufenthaltsrecht in Österreich und sie beinhaltet auch den Zugang zum Arbeitsmarkt. Dieser bezieht sich aber auf einen konkreten Arbeitgeber. Das heißt, mit der Rhodos-Rotkarte habe ich eine Arbeitgeberbindung und die besteht für 24 Monate, weil die Rhodos-Rotkarte wird für 24 Monate maximal ausgestellt. Nach 2 Jahren habe ich dann die Möglichkeit, dass ich umsteige auf die Rhodos-Rotkarte Plus. Das ist sozusagen dann der fortgeschrittene Aufenthaltstitel und dieser ermöglicht mir einen freien Arbeitsmarktzugang. Und ist auch interessant für Familien. Ja, das ist eine Besonderheit aus meiner Sicht sehr wichtig und zwar, man muss sich überlegen, wen sprechen wir eigentlich mit der Rhodos-Rotkarte an? Es geht um qualifizierte Personen, die sich de facto eigentlich aussuchen können, in den meisten Fällen, in welches Land sie gehen möchten, weil einfach ein wirklich großer internationaler Wettbewerb besteht. Und bei der Entscheidung für ein Land spielt natürlich auch eine große Rolle, wie sind die Rahmenbedingungen für die Familienangehörigen. Und da ist es sehr positiv, dass die Rhodos-Rotkarte quasi im System der Rot-Weiß-Rot-Karte die Möglichkeit geschaffen wurde, dass Familienangehörige gleich von Anfang an eine Rot-Weiß-Rot-Karte Plus bekommen. Das bedeutet, sie haben von Anfang an freien Arbeitsmarktzugang. Was sie jedoch machen müssen, sie müssen vor der Einreise Deutschkenntnisse auf elementarem Niveau nachweisen. Und dann steht ihnen sozusagen der österreichische Arbeitsmarkt zur Verfügung. Diese Rot-Weiß-Rot-Karte, das ist ja etwas, ich finde das ja wahnsinnig spannend und vielleicht sollten wir auch die Möglichkeit nutzen hier, um da jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Denn das geistert herum, man hat das schon mal gehört, die wenigsten wissen aber wirklich im Detail, was das ist, wie das funktioniert, wie man dazu kommt. Fangen wir ganz zu Beginn an. Wie kriege ich das? Wie funktioniert das? Okay, also die Rot-Weiß-Rot-Karte ist das kriteriengeleitete Zuwanderungssystem für Österreich. Das heißt, die Rot-Weiß-Rot-Karte können Sie sich vorstellen als sozusagen eine Dachmarke. Also unter diesem Dach der Rot-Weiß-Rot-Karte gibt es unterschiedliche Fallkonstellationen, unterschiedliche Zuwanderungsschienen, die unterschiedliche Realitäten am Arbeitsmarkt abdecken. Und als Einstieg möchte ich mit der anspruchsvollsten Schiene beginnen. Das sind die besonders Hochqualifizierten. Das ist ein sehr enges Segment. Und zwar warum? Weil hier die Möglichkeit geschaffen wird, dass Personen auch ohne Jobangebot nach Österreich kommen können und sich hier dann innerhalb von 6 Monaten einen adäquaten Job suchen können. Wenn man von besonders Hochqualifizierten spricht, stellt man sich wahrscheinlich die Frage, wie ist man besonders hochqualifiziert, welche Kriterien werden hier angelegt? Und das kann einerseits eine sehr hohe Ausbildung sein, ein Uni-Abschluss.
Aber wir wissen, es gibt sehr viele kluge, innovative Köpfe ohne Uniabschluss. Denken wir nur an Steve Jobs oder an Bill Gates. Und auch diese Personen sollten natürlich auch Möglichkeiten bekommen, auch am österreichischen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das heißt, eine andere Möglichkeit, auch hier Punkte für die besondere Qualifikation zu bekommen, ist Innovationstätigkeit oder auch internationale Auszeichnungen. Okay. Vielleicht, um da ins Detail zu gehen, Sie haben ja den Uni-Abschluss erwähnt. Uni-Abschluss ist nicht gleich Uni-Abschluss, da gibt es ja die unterschiedlichsten Bereiche, zum Glück. Wo sucht man denn momentan nach diesen hochqualifizierten Arbeitskräften? In welchen Bereichen wird denn da jemand gesucht? Das ist ja nicht überall gleich. Immer sehr nachgefragt sind die MINT-Disziplinen, das ist der Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und diese Realität bildet sich auch im System der Rudolfs-Roth-Karte ab. Das heißt, für einen MINT-Abschluss bekomme ich mehr Punkte. Das ist übrigens, diese Nachfrage nach MINT-Absolventen besteht nicht nur in Österreich, sondern das ist eigentlich auch ein international ein sehr, sehr nachgefragter Bereich. Sie haben jetzt schon mehrmals die Punkte erwähnt, dieses Punktesystem, das werden wir nachher noch genauer definieren und erklären und erläutern an praktischen Beispielen, keine Sorge, da bleiben lassen wir sie nicht im Dunkeln. Hochqualifizierte Arbeitskräfte, die haben wir jetzt angesprochen. Das ist aber bitte nicht zu verwechseln mit der oft zitierten Mangelberufsliste, die auch Ende letzten Jahres sehr, sehr häufig diskutiert worden ist. Schauen wir uns das an, das ist ein ganz eigener Bereich. Ja, das ist die zweite Schiene im Rahmen der Rot-Weiß-Rot-Karte. Der Bereich heißt Fachkräfte Mangelberufen. Worum geht es hier? Hier geht es darum, einerseits muss ich hier ein Jobangebot haben, und zwar ein Jobangebot im Mangelberuf. Ich muss im Zuge des Punktesystems 55 von 90 Punkten erreichen und es muss bei der Bezahlung entweder der Kollektivvertrag bzw. eine betriebsübliche Überzahlung gewährleistet sein. Zum Punktesystem kann ich Ihnen gerne nähere Informationen geben, und zwar am besten schauen wir uns das anhand eines konkreten Falls an. Denken wir an einen 24-jährigen Elektroinstallateur aus Serbien, und Sie als Betrieb sozusagen möchten diese Person beschäftigen und können jetzt anhand dieses kriteriengeleiteten Punktesystems im Vorfeld schon feststellen, inwieweit es Zuwanderungschancen gibt oder nicht. Sie sehen hier das Punktesystem und sehen, erstes Kriterium ist die Qualifikation. Zunächst muss man mal schauen, ist der jeweilige Beruf ein Mangelberuf. Beim Elektroinstallateur ist es zum Beispiel im Jahr 2019 so, dass dieser Beruf auf Bundesebene ein Mangelberuf ist. Okay. Das heißt also, dieser Beruf kommt mal in Frage für diese Zuwanderungsschiene. Diese Person hat eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem Mangelberuf. Das heißt, Sie sehen hier, dass Sie 20 Punkte bekommen für die Qualifikation. Die Person ist 24 Jahre alt, gehen wir davon aus, sie hat 5 Jahre Berufserfahrung. Sie bekommen pro Erfahrungsjahr 2 Punkte, 5 mal 2 sind 10 Punkte. Das heißt, Sie haben hier jetzt mal 30 Punkte gesammelt. Nächstes Kriterium, Sprachkenntnisse. Nehmen wir an, diese Person kann fortgeschritten Deutsch, also aber eher noch auf einem mittleren Niveau, sagen wir A2, dann bekommen Sie hier für die Deutschkenntnisse 10 Punkte dazu, sind wir schon auf 40 Punkte. Und wirklich fortgeschrittene Englischkenntnisse, B1-Niveau, da bekommen Sie nochmal 10 Punkte dazu, sind wir bei 50 Punkten. Nötig sind 55 Punkte. Wir sehen aber, es gibt auch für das Alter Punkte. Und nachdem es sich um eine sehr junge Fachkraft handelt, bis 30 Jahren können wir 15 Punkte dazu bekommen. Das heißt, in diesem Fall sind wir bei 65 Punkten und wir haben die erforderliche Mindestpunkteanzahl erreicht. Das heißt, das funktioniert. Ist es aber dann schon auch so, dass je mehr Punkte, desto besser, oder? Also nicht wirklich. Also nicht das wirklich, heißt, Sie müssen die 55 Punkte erreichen. Da möchte ich vielleicht kurz einhaken, weil ich finde das sehr spannend, dass das schon hier, ich meine, logisch irgendwie ist es der Arbeitsmarkt, aber dass das Alter hier doch eine nicht unwichtige Rolle spielt. Ja, Sie haben ja eingangs erwähnt, die demografische Entwicklung in Österreich, wir werden immer älter, es kommen weniger junge Arbeitskräfte nach. Diesem Aspekt wurde hier Rechnung getragen. Man muss aber schon dazu sagen, es gibt natürlich da auch ein korrespondierendes Kriterium, und zwar, das ist die Berufserfahrung. Das heißt, wenn ich jünger bin, habe ich wahrscheinlich weniger Berufserfahrung, aber wenn ich älter bin, kann ich in dem Bereich dann eher auch Punkte sammeln. Beziehungsweise auch das zumindest liest man aus diesem Punkteschema heraus, dass man mit meinem eigenen Zutun, mit Ausbildung, mit Weiterbildung, sprachlicher Verbesserung oder vielleicht sogar einer beruflichen Weiterbildung auch meine Punkte nach oben schrauben kann. Genau, und das wurde in der Vergangenheit nachgebessert. Also das heißt, hier hat man das Punktesystem modifiziert. Jetzt ist es auch möglich, dass ich zum Beispiel durch erweiterte Deutschkenntnisse oder Englischkenntnisse auch mehr Punkte sammeln kann, beziehungsweise auch, wenn ich beispielsweise dann in weiterer Folge ein Studium absolviert habe. Das konkrete Beispiel, das Sie gebracht haben, der Elektroinstallateur, Elektriker, wie man, also der Volksmund vielleicht mal sagt, ich wusste nicht, dass das ein Mangelberuf ist. Da gibt es eben diese Liste und da steht das dann oben, und
Genau dort findet man das auch raus, oder wie funktioniert das? Genau, also wir haben aktuell im Jahr 2019 45 bundesweite Mangelberufe und dann noch zusätzliche Mangelberufe auf regionaler Ebene. Die spannende Frage ist, wie kommt ein Beruf überhaupt auf diese Liste? Wie werden diese Mangelberufe festgestellt? Und da geht es darum, dass man sich anschaut anhand von AMS-Daten, wie viele offene Stellen gibt es im jeweiligen Beruf und wie viele Arbeitslose gibt es im jeweiligen Beruf. Und wenn pro offener Stelle bundesweit maximal 1,8 Arbeitslose im Schnitt im Verhältnis stehen, dann kommt dieser Beruf als Mangelberuf in Betracht. Und weil Sie mich nach dem konkreten Beispiel des Elektroinstallateurs gefragt haben, hier ist es so, dass österreichweit auf eine offene Stelle 0,7 Arbeitssuchende kommen, beziehungsweise plakativer gesagt, auf 100 offene Stellen gibt es nur 70 geeignete Personen oder Personen mit der Berufsausbildung Elektroinstallateur. Okay, also das ist offensichtlich, dass da gesucht wird. Offenbar sehr gut. Händeringend gesucht. Bevor wir jetzt vielleicht noch zum nächsten Thema kommen, nochmal für Sie die Erinnerung, also wenn Fragen sein sollten, wie das da für einzelne Bereiche aussieht, ganz egal, was das jetzt umfasst, im Chatfenster die Möglichkeit, Ihre Frage einzugeben, poppt dann direkt bei mir hier am Laptop auf und ich kann die Frage weiterleiten, tun wir auch sehr, sehr gerne. Wir hatten jetzt schon die hochqualifizierten Arbeitskräfte, wir hatten jetzt auch schon im Bereich der Mangelberufe einige Informationen. Es gibt dann, und auch da ist ein Unterschied festzustellen, die Schlüsselkräfte. Mhm. Was ist da der Unterschied? Genau, das ist jetzt die dritte Zuwanderungsschiene. Und zwar der große Unterschied zwischen Fachkräftemangelberufen und sonstige Schlüsselkräfte ist die Feststellung des Bedarfs am Arbeitsmarkt. Wir haben vorhin gehört, bei den Fachkräften in Mangelberufen wird ein im Vorhinein festgestellt, in manchen Berufen besteht auf jeden Fall ein Bedarf am Arbeitsmarkt. Das ist diese sogenannte Mangelberufsliste. Bei den sonstigen Schlüsselkräften ist das anders. Das heißt, hier geht es darum, dass das AMS anhand der konkreten Stelle prüft, ob es für diese Stelle eine geeignete Person am österreichischen Arbeitsmarkt gibt. Das nennt man Ersatzkraftverfahren. Man muss natürlich ein Jobangebot haben, das gilt auch hier. Und auch eine weitere Besonderheit ist, dass ein Mindestentgelt nachgewiesen werden muss, und zwar unterschiedlich je nach Altersspektrum. Und zwar bei über 30-Jährigen liegt das Mindestentgelt im Jahr 2019 bei 3.132 Euro und bei unter 30-Jährigen ist es etwas niedriger. Da liegen wir bei 2.610 Euro für das Jahr 2019. Vielleicht auch hier ein wichtiger Hinweis, dieses Mindestentgelt wird jährlich angepasst und etwas nach oben versetzt. Okay. Okay, also das heißt hochqualifizierte Mangelberufe, Schlüsselarbeitskräfte, das sind die Bereiche, die wir schon abgearbeitet haben. Ein Bereich, der noch bleibt, aber der ein sehr wichtiger ist, der Bereich der Studienabsolventinnen und Absolventen. Das ist die vierte Zuwanderungsschiene, ausländische Studienabsolventen. Bevor die Rot-Weiß-Rot-Karte eingeführt wurde, war es de facto kaum möglich, dass Personen, die aus Drittstaaten, die in Österreich ihr Studium abgeschlossen haben, in Österreich bleiben, was wirklich eine unbefriedigende Ausgangslage ist. Ich schenke dem die Ausbildung quasi unter Anführungsstrichen und dann nimmt er sie weg aus diesem Land. Ganz genau, also ich schaffe keine Möglichkeiten, das ist jetzt Gott sei Dank anders, also damit gibt es jetzt neue Angebote. Und zwar bei den Studienabsolventen ist es so, dass wenn sie ihr Studium in Österreich abgeschlossen haben, haben Sie danach 12 Monate Zeit, sich ein Jobangebot zu suchen, das Ihrem Ausbildungsniveau als Akademiker entspricht. Und wenn dieses Jobangebot kombiniert ist mit einem Mindestentgelt von 2.350 Euro, so kann diese Person die Rot-Weiß-Rot-Karte auch beantragen. Und das sind ja wirklich absolut meist eigentlich Wunschzuwanderer unter Anführungszeichen. Es sind Personen, wir wissen, welche Ausbildung sie haben. Sie sind meistens schon gut integriert, kennen die Rahmenbedingungen in Österreich und sie beherrschen meistens auch schon bereits die deutsche Sprache, was natürlich auch dann für die betriebliche Integration sehr wichtig ist. Und das sind dann eigentlich Mitarbeiter, um die auch international gepoolt wird eigentlich. Ja. Oder? Also da kann man froh sein, wenn man die ins eigene Land bringt sozusagen. Genau. Gehen wir vom konkreten Fall aus. Ein Unternehmer möchte eine geeignete Fachkraft für sein Unternehmen aus einem Drittstaat beschäftigen. Spielen wir dieses Szenario vielleicht einmal durch. Welche Schritte müssen jetzt gesetzt werden, damit am Ende die Rot-Weiß-Rot-Karte da ist? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Einerseits können Sie als Betrieb die Rot-Weiß-Rot-Karte beantragen. Das heißt, da gehen Sie zur zuständigen Aufenthaltsbehörde im jeweiligen Bezirk. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass die jeweilige Fachkraft die Rot-Weiß-Rot-Karte selbst beantragt. Da gibt es wiederum zwei Konstellationen, je nach Herkunftsland. Wenn das Land oder wenn die Fachkraft aus einem Land kommt, aus dem sie visafrei nach Österreich einreisen kann, dann gibt es die Möglichkeit, auch in Österreich die Rot-Weiß-Rot-Karte zu beantragen. Ist das nicht der Fall, so ist die Rot-Weiß-Rot-Karte bei der zuständigen ausländischen Vertretungsbehörde im Ausland auch zu beantragen. Das heißt, zuständig ist letztendlich in Österreich dann die Aufenthaltsbehörde, weil die Unterlagen werden dann von der Vertretungsbehörde nach Österreich weitergeleitet.
Dort werden dann immer die ersten Kriterien geprüft und dann geht sozusagen der ganze Antrag plus den Dokumenten weiter zum AMS. Das Arbeitsmarktservice prüft dann zum Beispiel eben, ob das Punktesystem erfüllt wird, ob die Mindestpunkteanzahl vorliegt, ob beispielsweise sämtliche Nachweise erbracht sind. Und wenn das alles vorliegt, geht es wieder zurück an die Aufenthaltsbehörde, liegen auch sämtliche aufenthaltsrechtliche Voraussetzungen vor, dann kann die Rhodos-Rotkarte erteilt werden. Okay, aber um das nochmal auf den Punkt zu bringen, was vielleicht auch bei vielen eine gewisse Behördenangst da ist, ich habe als Unternehmer eigentlich, wenn ich das übernehme, nur mit einer Behörde zu tun. Ja, meine Ansprechstelle ist de facto die Aufenthaltsbehörde. Sollte es im Zuge des Verfahrens Themen geben, zum Beispiel, dass das AMS weitere Nachweise benötigt, dann kann es natürlich sein, dass das AMS mit den Unternehmen auch Kontakt aufnimmt. De facto ist aber die Aufenthaltsbehörde die wichtigste Ansprechstelle. Das Lustige oder Spannende, ich wusste das nicht, dass die Rot-Weiß-Rot-Karte wirklich eine Karte ist. Also das ja, die Rot-Weiß-Rot-Karte ist eine Karte. Ich muss aber enttäuschen, sie ist nicht Rot-Weiß-Rot. Oh je. Und zwar sie folgt einem europäischen System der Aufenthaltstitel, die sind alle schauen alle gleich aus, ist so rosa-rot-hellblau. Und diese Karte berechtigt mich zum Aufenthalt und auch zum Zugang zum Arbeitsmarkt. Genau, und das ist das Ding, was wir haben wollen, so in dem Sinn. Vorher haben wir gesprochen, wie es um den EWR gegangen ist, mit das Eures. In dem Fall ist es ein bisschen anders. Welche Tipps oder welche Möglichkeiten gibt es denn für Unternehmen? Was kann man da für Ratschläge mitgeben, um zu sagen, ja, hier kommt ihr zu Fachkräften aus Drittstaaten? Ja, als Betrieb ist es natürlich wichtig, dass Sie sich vielleicht mal Gedanken machen, gibt es bestimmte Herkunftsländer, die für Sie von besonderem Interesse sind? Gibt es zum Beispiel schon Geschäftsbeziehungen zu bestimmten Ländern? Geht es vielleicht um gewisse Qualifikationen, die in bestimmten Ländern im größeren Ausmaß vorhanden sind? Das heißt, das wird einmal eine erste Frage sein. Der zweite Punkt ist, dass es natürlich hilfreich sein kann, wenn man das Jobangebot auch in der Sprache des entsprechenden Herkunftslands verfasst und auf der Unternehmensseite publiziert, weil da kann man dann wahrscheinlich auch leichter gefunden werden. Wichtig ist natürlich auch, dass man internationale Jobbörsen nutzt oder auch landesspezifische Jobplattformen in Anspruch nimmt. Und ganz wichtig, schauen Sie sich Ihre eigene Belegschaft an. Nutzen Sie auch das Potenzial im Betrieb. Es gibt sehr viele Mitarbeiter vielleicht schon aus einem bestimmten Land, die haben auch wieder ihr Netzwerk, das sie vielleicht aktivieren können. Wir wissen aus der Praxis, dass das oft eine sehr gut genutzte und sehr erfolgreiche Rekrutierungsschiene ist. Also da haben sie auch vielleicht ein gewisses Potenzial auch im eigenen Betrieb. Also die Mundpropaganda darf man niemals unterschätzen. Genau. Ich habe sonst gesagt, beim Reden kommen die Leute zusammen. Also das ist sicher ganz wichtig. Gut, gehen wir vom Best Case aus. Gehen wir davon aus, okay, ein Betrieb hat jetzt die für ihn perfekt passende Fachkraft im Ausland gefunden. Das scheint auch zwischen den beiden zu funktionieren. Also die Fachkraft soll anfangen in Kürze im Unternehmen. Wie kann man das jetzt so gestalten, von sämtlichen Rahmenbedingungen her, dass das nicht nur funktioniert, sondern auch nachhaltig so bleibt und die Fachkraft nicht wieder geht? Weil ich glaube, auch das ist eine Gefahr, die man nicht außer Acht lassen sollte, dass da vielleicht jemand sagt, nein, ich würde es eigentlich nicht. Also eine wesentliche Vorfrage in den meisten Fällen ist einmal das Thema Wohnungssuche. Hier können Sie als Betrieb zum Beispiel unterstützen, indem Sie zum Beispiel auch Links zu Immobilienplattformen zur Verfügung stellen, weil es ist einfach schwierig, auch wenn man sich in die Situation von einem Zuwanderer setzt, der erkennt einfach, der oder die Person kennt zum Teil auch die Rahmenbedingungen in Österreich weniger. Generell muss man sagen, bei der betrieblichen Integration gelten meistens die gleichen Rahmenbedingungen wie auch für österreichische Mitarbeiter. Also das heißt, das Thema, die ersten Wochen spielen eine große Rolle, ist hier auch natürlich von Relevanz. Das heißt, eine Willkommensmappe könnte hier ein sehr hilfreiches Instrument sein, in der alle möglichen Unterlagen eben vorhanden sind. Wichtig sind auch Mentoring-Programme. Das heißt, eine fixe Ansprechperson im Betrieb, an die sich die betreffende neue Fachkraft in jeder Situation wenden kann. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ein wichtiger Punkt ist auch die Förderung sprachlicher Kompetenz. Ich glaube, es wäre wichtig, gleich zu Beginn festzulegen, was ist die Arbeitssprache? Ist das Deutsch? Und auch wenn es Deutsch sein sollte, auch diese Sprachkompetenz auch entsprechend zu fördern und beispielsweise auch darauf zu achten, dass man vielleicht auch zu Beginn weniger im Dialekt zum Beispiel mit den Mitarbeitern spricht. Deutsch ist nicht gleich Deutsch, ne? Also das ist ja ein Riesenunterschied. Man kommt dann wahrscheinlich mit der Zeit rein, aber gerade zu Beginn ist es vielleicht ganz gut, wenn man hier versucht, auch eine sehr korrekte Sprache und idealerweise auch Hochdeutsch zu sprechen. Feedbackgespräche spielen immer eine große Rolle und natürlich auch die Unterstützung der sozialen Integration. Ist es zum Beispiel üblich, dass die Mitarbeiter informell miteinander Mittagessen gehen, dann ist es natürlich in dem Fall auch sehr hilfreich, wenn man da die neue
Fachkraft dann auch entsprechend einbinden kann. Ich glaube, das kann man sich ohnehin leicht vorstellen. Also wenn ich jetzt wirklich diesen Schritt wage und meine eigene Heimat verlasse, der Arbeit wegen, um in einem anderen Land Fuß zu fassen, dann freue ich mich natürlich über jedes kleine Mini-Bit, das mich willkommen heißt an diesem neuen Platz. Mhm. Und so kann man als Unternehmer dazu beitragen. Das ist klar. Jedes Unternehmen ist unterschiedlich, jeder Arbeitnehmer ist unterschiedlich. Mhm. Trotzdem gibt es hier seitens der Wirtschaftskammer ein bisschen Unterstützung mit unterschiedlichen Fallbeispielen, wie man da umgehen könnte. Mhm. Ja, also wir haben einen interkulturellen Leitfaden entwickelt, und zwar gemeinsam mit Betrieben. Unternehmen haben hier die Möglichkeit zu schauen, wie gehen andere Betriebe an diese Situation heran, was machen sie, was bieten sie an, und da sind sehr, sehr viele hilfreiche Informationen drinnen. Dieser Leitfaden ist auch abrufbar unter WQAD-Fachkräfte. Sie finden dann auch den Link dazu in der Präsentation. Und was auch spannend ist, Sie finden hier dann zum Beispiel auch gewisse interkulturelle Spezifika, wie es zum Beispiel die Situation zu sehen mit Personen aus der Türkei oder zum Beispiel aus Syrien. Es gibt zum Teil interkulturelle Unterschiede, und da können Sie sich einfach im Groben einmal etwas informieren, welche Möglichkeiten es hier gibt. Vielen lieben Dank. Also den Link, den wir angesprochen haben, der kommt am Ende der Präsentation, keine Sorge. Kommen wir vielleicht schon bereits jetzt in den Bereich der Fragen, weil es kommen währenddessen schon immer wieder einige Fragen hinein. Mangelberufe, Thema Mangelberufe. Wir haben es schon vorher angesprochen, ein bisschen, es gibt also eine Liste. Kann man sagen, was momentan so gerade gesucht wird? Oder welche Berufe sind Mangelberufe? Unterschiedlichste Berufe. Also es gibt derzeit österreichweit 45 Mangelberufe, neu seit dem Jahr 2019. Es gibt auch regionale Mangelberufe. Also das heißt, das unterscheidet sich. Diese sind allerdings mit 300 Bewilligungen im Jahr limitiert, also nur die regionalen Mangelberufe. An sich betreffen die Mangelberufe sämtliche Bereiche des Arbeitslebens. Das ist vom IT-Bereich über den Bereich zum Beispiel Zimmerer, Elektroinstallateure, auch die diplomierten Krankenpfleger sind drinnen. Also das ist eine lange Liste, die können Sie abrufen, auch unter WQAD die Fachkräfte, dann haben Sie eigentlich die Liste sehr vollständig. Wichtig ist, die Mangelberufsliste wird jährlich aktualisiert. Okay, also dass wenn man da was gut macht, dann ist vielleicht der Beruf im nächsten Jahr nicht mehr drauf. Ne? Also. Das Schöne an der Mangelberufsliste ist, sie deckt die Realität am österreichischen Arbeitsmarkt ab. Wenn viel Nachfrage ist, wächst natürlich die Liste, wenn es weniger Nachfrage ist, wird die Liste kürzer. Also die variiert sehr stark. Mhm. Konkret auf die Rot-Weiß-Rot-Karte bezogen. Wie lange dauert es vom ersten Moment, wo man sagt, okay, wir gehen das Prozedere jetzt an, bis zu dem Moment, wo man die Scheckkarte tatsächlich dann in Händen hält? Also wenn ab dem Zeitpunkt, ab dem sozusagen die Unterlagen bei der Aufenthaltsbehörde eingelangt sind, ist im Gesetz eine maximale Verfahrensdauer von 8 Wochen normiert. In diesem Zeitraum wird das Verfahren sowohl in den Aufenthaltsbehörden als auch im AMS durchgeführt. Und man kann diesen Prozess beschleunigen bzw. reibungsfreier gestalten, indem man schaut, dass einfach sämtliche Unterlagen von Beginn an schon vollständig eingebracht werden. Sehr hilfreich ist es, wenn man gleich von Beginn an eine deutsche Übersetzung organisiert. Und man muss natürlich auch in diesem Zusammenhang auch gewisse Nachweise bringen. Wenn ich zum Beispiel Punkte über die Berufserfahrung lukrieren möchte, dann geht es auch darum, Arbeitszeugnisse einzubringen. Ich muss natürlich auch als Fachkraft beispielsweise meine Qualifikation nachweisen können, einen Studienabschluss einbringen. Also das heißt, es ist wichtig, dass man schaut, je vollständiger die Unterlagen, desto einfacher wird das Verfahren auch abgewickelt werden können. Also der Reisepass und sowas natürlich auch das Übliche dazu. Ganz genau. Das sind doch einige Unterlagen, aber da würde ich auch empfehlen, einfach das wirklich sich im Detail auch anzuschauen. Wir wollen jetzt keine Listen runterbeten, natürlich. Okay, jemandem ist aufgefallen, dass es offenbar ein Parallelprodukt gibt, die blaue Karte EU, die ebenfalls da ein bisschen schon offenbar aufgepoppt ist irgendwo. Was ist da der Unterschied zu der Rot-Weiß-Rot-Karte? Ja, die blaue Karte EU ist de facto zeitgleich mit der Rot-Weiß-Rot-Karte eingeführt worden, spielt aber eher eine untergeordnete Rolle, ist aber an sich ein sehr interessantes Instrument von der Grundidee her. Und zwar, worum geht es? Es geht darum, die Europäische Union hat sich dazu entschlossen, dass es nötig ist, dass man sozusagen auch im internationalen Wettbewerb um Talente im Vergleich zu Australien, zu Kanada, zu den USA attraktiv sein sollte und sozusagen auch auf europäischer Ebene eine sogenannte Aufenthaltskarte ermöglicht, basierend auf der Blue Card Richtlinie oder Blaue Karte EU-Richtlinie. Das heißt, Sie haben bei der Blauen Karte EU de facto ähnliche Kriterien wie bei der Rot-Weiß-Rot-Karte, allerdings sind sie etwas anspruchsvoller zum Teil. Also das Mindestentgelt liegt bei über 4.000 Euro und Sie müssen auch eine Arbeitsmarktprüfung durchführen, das heißt, das AMS
prüft auch in diesem Fall, ob für den konkreten Job jemand in Frage kommt. Das heißt also, von den Kriterien her würde ich sagen, ist die blaue Karte EU auf jeden Fall anspruchsvoller als die Rhodos-Rot-Karte, aber in dem Sinne, dass sie auch nicht so stark genutzt wird und auch auf europäischer Ebene derzeit stark in Diskussion ist, weil sie einfach noch nicht die nötige Attraktivität hat. Das heißt, die blaue Karte EU wird derzeit auf europäischer Ebene diskutiert. Die Richtlinie ist einer Prüfung unterzogen worden und wird vermutlich auch neu beschlossen werden. Aber wenn man die hat, braucht man keine Rhodos-Rot-Karte mehr. Genau. Das ist richtig. Genau, man entscheidet sich de facto, entweder man beantragt eine blaue Karte EU oder eine Rhodos-Rot-Karte. Okay. Für wie lange bekommt man, wir haben es vorhin schon kurz angerissen, die Rhodos-Rot-Karte, wenn sie einmal zugeteilt wurde, wenn man sie mal bekommt, wie ist das? Ja, ich bekomme die Rhodos-Rot-Karte maximal für 2 Jahre und bin eben in diesem Zeitraum an den Arbeitgeber gebunden. Wenn ich nach 2 Jahren eben weiterhin in Österreich bleiben möchte und quasi sozusagen das Beschäftigungsverhältnis fortgesetzt werden soll, dann kann ich die Rhodos-Rot-Karte Plus beantragen und die ermöglicht einen freien Arbeitsmarktzugang. Die kann ich für 3 Jahre halten und nach 5 Jahren gibt es dann die Möglichkeit eines Daueraufenthalts EUs. Das ist dann sozusagen noch das fortgeschrittenere Aufenthaltsrecht. Okay, alles klar. Gibt es eine Höchstzahl an Rot-Weiß-Rot-Karten? Also Nein. Ist das gedeckelt irgendwie? Nein, weil die Rot-Weiß-Rot-Karte ist ein kriteriengeleitetes Zuwanderungssystem, das heißt ein qualitatives System. Das heißt, sie regelt sich über den Bedarf am Arbeitsmarkt. Ist der Bedarf am Arbeitsmarkt groß, so gibt es naturgemäß mehr Bewilligungen, ist weniger Nachfrage, dann gibt es weniger Rhodos-Rot-Karten. Das heißt, es gibt keine Höchstzahl, außer bei diesen neu eingeführten regionalen Mangelberufen. Die sind mit 300 für das Jahr 2019 gedeckelt. Okay. Sollten noch Fragen sein, jederzeit im Chat einfach Frage eingeben, wir leiten sie dann gerne weiter. Eine Frage betrifft, sozusagen, da gibt es offenbar einen praktischen Bereich, der schon einen Fall, der schon da offenbar existiert, und zwar: Kann ich als Betrieb jemanden, der bereits eine Rot-Weiß-Rot-Karte hat, bei mir im Unternehmen aufnehmen? Da muss ich als Betrieb genau schauen. Also wenn die Person eine Rot-Weiß-Rot-Karte Plus hat, dann hat sie freien Arbeitsmarktzugang, dann jederzeit. Hat die Person eine Rot-Weiß-Rot-Karte, so besteht ja diese Arbeitgeberbindung für die ersten 2 Jahre. Das heißt, ich kann diese Person nicht mit dieser Karte beschäftigen, aber diese Person kann eine neue Rot-Weiß-Rot-Karte beantragen. Und da bin ich dann sozusagen als Betrieb dann darin aufgeführt und dann besteht die Arbeitgeberbindung für mich als Betrieb. Also das heißt, da muss ich wechseln. Okay, aber das heißt im Endeffekt, es ist nicht alles erledigt, nur weil der eine Rhodos-Rot-Karte hat für mich als Unternehmen. Ich muss darauf schauen, dass das dann auch passt für mich. Genau, also es geht einfach immer darum, die Rhodos-Rot-Karte bezieht sich auf einen konkreten Betrieb und sollte jemand eine Rhodos-Rot-Karte für einen anderen Betrieb haben, dann muss das natürlich entsprechend neu beantragt werden. Okay, eine Frage kommt, und zwar: Müssen Mitarbeiter der EU, bei welcher keine Beschäftigungsbestätigung notwendig ist, trotzdem bei Eintritt an das AMS gemeldet werden? Wie eingangs gesagt, EU-Bürger haben die Möglichkeit, wie Österreicher beschäftigt zu werden. Also es ist keine Meldung an das AMS nötig. Allerdings, bei kroatischen Staatsangehörigen, wie erwähnt, gibt es die Notwendigkeit einer Beschäftigungsbewilligung. Aber was wichtig ist zu wissen, diese Mitarbeiter benötigen eine Anmeldebescheinigung. Das ist aber nicht Aufgabe des Betriebs, sich darum zu kümmern, sondern das ist die Aufgabe des entsprechenden EU-Bürgers oder EWR-Bürgers. Und auch diese kroatische Ausnahmegenehmigung endet nächstes Jahr im Frühsommer, Juni. Genau, mit 30. Juni 2020. Okay, alles klar. Dann sage ich vielen herzlichen Dank. Die Fragen sind somit beantwortet. Es kam jetzt keine weitere mehr hinein. Vielen Dank für Ihre Expertise, für das ausführliche Gespräch. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel rund um die Rot-Weiß-Rot-Karte gelernt, das wir vorher noch nicht gewusst haben. Wenn jetzt noch Fragen sein sollten, darf ich Sie bitten, dass Sie sich einfach bei Ihrer Wirtschaftskammer-Ansprechpartnerin, Ihrem Wirtschaftskammer-Ansprechpartner melden. Ah, eine Frage kam noch rein, da haben wir noch etwas bekommen. Und zwar, bin mir nicht sicher, ob wir das vielleicht vorher schon angesprochen haben, und zwar, da geht es um die Aufenthaltsbehörde. Die Unterlagen, welche dort vorgelegt werden, war das was wir vorhin besprochen haben? Genau. Also das heißt, dass es individuell ist? Ganz genau. Es müssen natürlich sämtliche Angaben, die gemacht werden, müssen mit Dokumenten belegt werden. Und wie gesagt, die Unterlagen können in deutscher oder auch in englischer Sprache vorgelegt werden, wobei das entscheidet dann letztendlich die Aufenthaltsbehörde, ob sie auch englischsprachige Dokumente akzeptiert. Mhm. Also wenn Sie auf der sicheren Seite sein möchten, bitte deutschsprachige Unterlagen oder die Unterlagen auf Deutsch auch übersetzen lassen. Und all diese Infos zusammengefasst, vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, um auch die Links einzublenden, dass man da Ihnen zeigt, wo der Downloadbereich ist, wko.de.
www.wko.at/migration oder wko.at/fachkräfte. Hier finden Sie sämtliche Informationen. Wenn da noch was über das hinaus vielleicht individuell gefragt werden soll, einfach an Ihren Ansprechpartner, Ihre Ansprechpartnerin bei der Wirtschaftskammer melden, wenden. Ich danke Ihnen vielmals. Dankeschön. Schön, dass Sie Zeit gehabt haben, Frau Kreuzhuber. Und danke Ihnen fürs Zuschauen. Darf Sie jetzt schon darauf hinweisen, kommende Woche Dienstag nächstes Live-Webinar ebenfalls ab 11 Uhr rund ums Thema Employer Branding gemeinsam mit der Wirtschaftskammer. Anmeldung ebenfalls ab sofort möglich. Download der heutigen Folien gibt es bereits im Chatfenster für Sie. Ich sage danke fürs Fragen stellen, danke fürs interessiert dabei bleiben und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke vielmals.